Hey Freunde, da bin ich wieder. Da ist gerade einfach mal völlig spontan es abgeschmiert. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Also ich habe gerade, ich muss halt den Gerätemanager nutzen und die Grafikkarte raushauen, damit ihr jetzt den Bildschirm sieht. Und wo ich gerade das gemacht habe, ist die Aufnahme abgeschmiert. Ja gut, dann wissen wir das in Zukunft. Dann muss ich da immer kurz eine extra Folge machen. Aber genau, dann sind es halt heute 3 Folgen und jetzt seht ihr hier die Karte. Also, wir hatten jetzt die ersten Matches. Diese 4 Matches hier. Bei Gondor gegen Isengard hat Isengard gewonnen. Gondor ist hier unten. Bei Rohan und Nebelberg hat Nebelberg gewonnen. Da ist Rohan hier unten. Bei Lothlórien und Mordor hat Lothlórien gewonnen. Mordor hier unten. Und jetzt bei den Zwergen und Imladris. Ihr seht es jetzt hier. Moment, muss ich kurz eintragen. Weil ich mache natürlich hier immer mit. Haben die Zwerge gewonnen. Und Imladris ist hier unten. Das heißt, wir sind jetzt ab morgen dann in der zweiten Runde. Und in der zweiten Runde wird es auch insgesamt 4 Kämpfe geben. Also halt einmal hier den Kampf. Hier den Kampf, hier den Kampf, hier den Kampf. Das heißt, in der ersten Liga kämpfen dann in der zweiten Runde Isengard und Nebelberg gegeneinander und Lothlórien gegen die Zwerge. In der zweiten Liga kämpfen Gondor gegen Rohan und Mordor gegen Imladris. Und ja, die dritte Runde sind dann nur 2 Kämpfe, weil der Sieger von den beiden hier, die beiden Sieger kämpfen gegeneinander, hier kämpfen die beiden Sieger gegeneinander. Und am Ende sind es halt 2 Kämpfe. Also dann ist auch quasi die vierte Runde 3 Kämpfe. Oder? Erste, zweite, dritte. Ja, dann sind die. Ja, nee, die vierte Runde ist trotzdem ein Kampf. Weil dann ermitteln sich hier 2 Sieger. Wegen Arnor und Gondor müsst. Wegen Arnor und Angmar müsst ihr halt noch was kundtun, wenn ihr das möchtet. Aber gut, dann stehen die nächsten Spiele auf jeden Fall fest. Wenn ich jetzt so die erste Prognose geben würde, würde ich sagen, dass es auch sehr spannende Spiele werden könnten. Also gerade Gondor Rohan könnte spannend werden. Isengard-Nebelberge könnte spannend werden. Die anderen beiden, Lórien Zwerge und Mordor Imladris, werden wir sehen. Bin ich jetzt nicht so 100% von überzeugt, aber werden wir sehen. Und genau, ihr schreibt halt in die Kommentare. Wie wir es machen, erst erste Liga, dann zweite Liga oder umgekehrt oder mischen, weil da habe ich mich noch nicht entschieden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann morgen dabei seid. Sollten keine Kommentare kommen, werde ich das Match hier als erstes nehmen, weil es ja halt als erstes ist. Das heißt Isengard gegen Nebelberge. Und dann würde ich halt so hier runtergehen. Denke ich, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Wie gesagt, vielleicht mische ich auch. Und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder morgen. Jetzt ist es halt, wie ihr seht, gerade 10 vor 9. Ich hoffe, die Folgen gehen heute noch online. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.